Arne Henne, ich bin seit circa 3,5 Jahren bei Facebook in Hamburg und meine Aufgabe ist es, kleine und mittelständische Unternehmen zu helfen, erfolgreicher auf Facebook zu sein. Dieses Bild, das kennen wir alle und wir haben es eben eigentlich auch schon mal gehört. Ich bin ganz froh, dass ich nicht ein ähnliches Bild wie der Vorredner genommen hatte, weil das hatte ich eigentlich in der Präsentation drin. Aber das ist uns wirklich bekannt. Die Menschen mit ihren Smartphones sind der ständige Begleiter. Jeden Morgen, wenn wir aufstehen, normalerweise beim Frühstückscafé schon, ist das Telefon dabei. Hier im Park natürlich auch. Und das Ganze passiert immer mehr. Und es gibt immer mehr Geräte, nicht zuletzt die ganzen Gadgets wie die ganzen Apple Watches und diese ganzen Geschichten, die es heute hier auch gibt. Wir verbringen einfach viel mehr Zeit mit den Mobiltelefonen. Das Mobiltelefon ist der ständige Begleiter. Und das ist auch das allererste große Thema. Und ich sage ganz bewusst Thema, denn es ist kein Trend mehr. Ich glaube, wir haben lange über den Trend zum Mobiltelefon gesprochen. Und ich finde, das Wort ist wirklich schon letztes Jahrhundert fast. Wir sind in dieser mobilen Welt angekommen. Und das sehen wir auch in Deutschland. Von den 81 Millionen Menschen, das haben wir eben auch schon gesehen, die wir knapp in Deutschland haben, haben 64 Millionen Zugang zum Internet über Mobiltelefone. Das ist eine etwas kleinere Zahl, als wir eben gehört haben, weil das sind die Menschen, die wirklich übers Mobiltelefon auf das Internet zugreifen. Ja, wir haben auch eben über das Thema Zweitverträge gesprochen. Das sind hier 112 Millionen. Ja, da kann man jetzt mal ein bisschen ausrechnen, wie viele das pro Person sind. 112 Millionen Verbindungen von Mobiltelefonen gibt es allein in Deutschland. In Deutschland sind wir da natürlich ein bisschen anders aufgestellt. Ich habe die Slide ganz bewusst hier drin gelassen, auch wenn sie nicht auf Deutschland bezogen ist, nämlich die weltweite Zahl hier. Es gibt 2,8 Milliarden Internetnutzer, also Menschen, die Zugang zum Internet haben, aber 7 Milliarden Mobilfunkverträge oder Connections halt, Verbindungen von Mobiltelefonen. Und das liegt natürlich genau daran, dass es eben in vielen Ländern nicht so ist wie hier, dass wir ein relativ gut ausgebautes Breitband haben, worüber man sich natürlich auch streiten kann hier in Deutschland. Aber das Ganze hat hier angefangen, damals mit den Modems, die Kabel wurden in die Erde gelegt und das gibt es in vielen anderen Ländern eben nicht. Deswegen haben wir eben auch gesehen, Nigeria zum Beispiel, die haben eine riesen Penetration, was Mobiltelefone angeht, einfach weil diese Infrastruktur nicht gegeben ist. Und das ist, denke ich, auch ganz wichtig, vor allem für Unternehmen, die halt irgendwo im Ausland noch Geschäfte machen. Da ist es eben noch extremer. Die Menschen sind noch mehr mobil unterwegs, ganz einfach, weil sie keine andere Wahl haben. Allerdings ist das Thema bei vielen Unternehmern noch nicht angekommen. Die Menschen sind mobil. Ich denke, die Zahlen, die wir eben gehört haben, die Zahlen beweisen das. Wahrscheinlich, wenn ich hier im Raum fragen würde, würde keiner in Frage stellen, dass die Menschen mobil sind. Aber eine Studie von Bitkom von letztem Jahr hat herausgefunden, dass lediglich ein Drittel der deutschen Unternehmer eine Digitalstrategie haben. Zwei Drittel haben einfach keine Digitalstrategie. Und das ist ein Durchschnitt durch die kleinen und mittelständischen Unternehmen in Deutschland. Eine ähnliche Studie von der Commerzbank hat herausgefunden, dass 62% der Unternehmer zwar sagen, ja, das Thema digital ist wichtig, aber steht bei mir nicht ganz oben auf der Agenda. Ja? Eben haben wir gehört, die Menschen sind alle mobil unterwegs. Und auf der anderen Seite sagen viele Unternehmer, ja, das weiß ich, aber irgendwie mache ich nichts damit. Und genau das muss ich ändern. Ansonsten wird das für viele Unternehmer ein Problem, denn ich muss heute da sein, wo die Menschen sind und das ist eben mobil. Viele Unternehmen machen das auch schon. Wir haben ungefähr 3,6 Millionen Unternehmen in Deutschland. 1 Million davon in Deutschland sind bereits auf Facebook aktiv mit einer Facebook-Seite und schalten gegebenenfalls auch Werbung. Das heißt, wir gehen auf jeden Fall in die richtige Richtung. Wir sehen den Trend, dass immer mehr Unternehmen das Ganze jetzt wichtig ansehen. Schauen wir uns einmal hier die Entwicklung an. Das ist vielleicht eine Slide, die ist nicht unbedingt neu für Sie. Das erste Massenmedium hier, was hier die grüne Linie ist, war das Radio damals. Dann später gefolgt von der blauen Linie, dem Fernsehen. Das waren die Medien, über die ich wirklich viele Menschen erreichen konnte. Und was wir im Jahr 2011 gesehen haben, das ist der sogenannte Digital Crossover. Das heißt, dort, wo die rote Linie über die blaue Linie geht. Das war das allererste Mal im Jahr 2011, dass die Menschen mehr Zeit digital verbracht haben, als vor dem Fernseher. Und das heißt nicht, und das sieht man ja auch an der blauen Linie, das heißt nicht unbedingt, dass der Fernsehkonsum jetzt rasant abnimmt. Das kann man sich natürlich auch bei den verschiedenen Altersgruppen angucken. Wir sehen, dass zum Beispiel bei den jüngeren Menschen der Fernsehkonsum rasant abnimmt. Ja, das stimmt, aber bei den älteren Menschen steigt er sogar noch gleich leicht. Was im Endeffekt dazu führt, dass sogar von letztem Jahr auf diesem Jahr der Fernsehkonsum ganz leicht um 1% gestiegen ist.
Aber, und das wird sich auch in den nächsten 2, 3 Jahren jetzt nicht total rasant verändern, wahrscheinlich schon in 5 oder 10 Jahren. Aber das Wichtige ist, das Digitale kommt immer mehr. Und viele von Ihnen werden das kennen. Sie sind heute von einem Tablet oder von einem Mobiltelefon vorm Fernseher und schauen dann auf dem Second Screen im Fernseher dann irgendeine Sendung. Und genau das wird auch mit dem sogenannten Mobile Crossover passieren. Das ist die rote Linie hier. Es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das auch der Fall ist, bis der Mobilfunktraffic, die Zeit auf dem Mobiltelefon, die Zeit vor dem Fernseher abgelöst haben wird. Genau das Gleiche sehen wir auch auf Facebook. Von den 28 Millionen Menschen, die jeden Monat aktiv auf Facebook sind, sind 24 Millionen greifen über das Mobiltelefon auf Facebook zu. Ja, das sind über 80% der Nutzer. Und was machen die Leute, wenn sie 150 Mal am Tag ihr Smartphone rausholen? Sie schauen Videos. Das ist der richtig große Trend. Die Menschen schauen Videos. Allein auf Facebook checken sie im Durchschnitt 14 Mal pro Tag ihren Newsfeed und schauen dort Videos. Und 75% dieser Videos, die sie auf Facebook schauen, werden heute schon mobil abgerufen. Diese Zahl ist schon wieder ein paar Monate alt, also ich bin mir sicher, dass die Zahl wahrscheinlich jetzt schon höher ist. Und das Allerinteressanteste an der Zahl finde ich, dass das Ganze von letztem Jahr auf dieses Jahr sich fast verdoppelt hat. Und wir gehen sogar noch weiter und es gibt eine Studie, die besagt, dass im Jahr 2019 80% des Web-Traffics von Videos verursacht wird. Das ist also der nächste große Punkt, was hier passieren wird. Das Ganze geht einher mit dem zweiten Thema. Das ist die Veränderung in der Kommunikation von textbasierten Inhalten zu visuellen Inhalten. Wir erinnern uns alle noch an diese Telefone auf der linken Seite vielleicht. Ich war auch ganz stolz, als ich mein erstes Telefon hatte, war wahrscheinlich irgendwo bei Nummer 3 einzuordnen. Ich kann mich an meinen Vater erinnern, der so ein Autotelefon mit einem Kabel hatte. Ja, das wird man schon ein bisschen nostalgisch. Und wir waren alle ganz stolz, wenn unser nächstes Telefon immer kleiner wurde. Dieses Nokia 8210 zum Beispiel, ich glaube, das soll das Rote da darstellen. Ich glaube, das war mal eine Zeit lang eines der kleinen Handys, die im Massenmarkt auf dem Markt waren. Und damals haben wir telefoniert und damals, ich weiß nicht, wer sich noch erinnert von Ihnen, haben wir SMS verschickt. Ja, das heißt, dafür brauchten wir auch kein großes Display. Mit der Zeit ist es dann so, dass die Technologie immer besser wurde. Wir konnten bessere Displays bauen, die Breitbandverbreitung kam mit Dingen wie LTE und so weiter. Das heißt, die Technologie ermöglicht eben heute, dass wir diese Geräte ganz anders benutzen. Aber es ist nicht nur die Technologie, die das ermöglicht, denn die Menschen fragen das auch nach. Gut, jetzt können Sie sagen, steht ja hier von Facebook, ist natürlich ein Unternehmen, das sehr mobil orientiert ist, aber auch für uns war das eine Lernkurve. Schauen wir mal ein paar Jahre zurück, das war der Newsfeed auf der linken Seite. Extrem textbasiert. Der heutige Newsfeed basiert sehr viel auf Fotos und auf Videos. Das hat sich also in den letzten Jahren schon extrem verändert. Und wo die Reise hingeht, das sehen wir auf der rechten Seite. Wir haben gestern auf der F8-Konferenz in San Francisco viele Änderungen mit unserem Live-Produkt zum Beispiel angekündigt. Das sehen wir als allererstes hier. Ja, mittlerweile, oder jetzt bald können ganze TV-Stationen über automatisierte Zugänge Live-Video broadcasten. Aber auch Menschen wie Sie und ich und vor allem Unternehmen machen sich diese Sachen zunutze. Und man sieht einfach, dass dieser Newsfeed einfach viel lebendiger wird. Da ist viel mehr Bewegung drin. Da sind Werbespots von Star Wars drin. Da ist ein Commercial von Heineken drin. Da sind aber auch Videos drin, die Menschen mit ihren Kindern im Park drehen. Ja, das heißt, diese ganze Kommunikation verändert sich vom Text hin zum Bild, hin zum Video. Und hier ist auch so, wir mussten selber als Unternehmen das Ganze auch lernen. Ja, wir waren vor einigen Jahren, hatten wir keinen Fokus auf das Mobiltelefon. Was wir damals gemacht haben, Mark Zuckerberg persönlich hatte damals gesagt, wir müssen alles, was entwickelt wird, für das Mobiltelefon zuerst entwickeln. Wir nennen das Mobile First. Ja, das war natürlich auch eine Veränderung in der Unternehmenskultur. Viele Softwareentwickler haben halt irgendwas programmiert. Das hat dann ganz toll auf einem Desktop-Computer ausgesehen. Aber sobald man es auf einem Telefon geladen hat, sah das nicht mehr gut aus. Deswegen war bei uns auch ganz klar die Devise, alles, was ihr entwickelt, entwickelt ihr für das Mobiltelefon zuerst. Ja, also wir mussten selber durch diesen Veränderungsprozess durchgehen. Das MIT in Boston hat herausgefunden, dass das menschliche Gehirn nur 13 Millisekunden braucht, um ein Bild zu verarbeiten. Das war kein Fehler in meiner Präsentation. Was habt ihr gesehen? Ein Bulli? Noch was? Blau, ja, ein blauer Bulli. Genau, es war ein blauer Bulli mit einem weißen Dach, der ein bisschen älter, ein bisschen schäbig aussah.
Für diejenigen, die es nicht gesehen haben, die haben wahrscheinlich gerade auf ihr Smartphone geschaut. Und das würde meinen Punkt von vorhin bestätigen. Ich hätte jetzt ewig lang gebraucht, um dieses Bild zu erklären. Da ist ein blauer Bulli mit einem weißen Dach, der schon ein bisschen älter aussieht. Aber in einem Bruchteil von einer Sekunde haben die meisten von euch gesehen, was da wirklich gerade passiert ist. Genau das machen sich viele Plattformen heute zunutze. Wie zum Beispiel Instagram, das ist hier, denke ich, das beste Beispiel. Eine Plattform, die einfach hauptsächlich auf Bildern und Videos basiert ist. Ja, sowohl von Konsumentensicht als auch aus Unternehmersicht. Viele Unternehmer machen sich das eben zunutze. Die wissen, dass diese Plattform so bild- und videobasiert ist und schalten die Werbung dementsprechend. Weil sie genau da ankommen, wo die Menschen genau das erwarten. Sie möchten inspiriert werden von schönen Fotos, von Bildern. Und das dritte Thema ist der Shift von der Suche zur Entdeckung. Das ist ein Trend, den wir sehen. Denn mittlerweile konkurriert alles mit allem. Wenn wir das Telefon ein paar Stunden am Tag wirklich aktiv nutzen, dann ist es so, dass wir mit Informationen überflutet werden. Ja, jeden Tag, wenn ich mein Mobiltelefon raushole, ich browse vielleicht das Internet, lese mir einen Artikel durch, da ist eine Werbung, dann bin ich auf Facebook, dann suche ich was auf Google. Die ganze Zeit haben wir eine Informationsflut, die auf uns einredet. Deswegen entwickeln natürlich Unternehmen wie Facebook Algorithmen, um das Ganze zu sortieren. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem Kiosk. Wenn Sie früher noch Zeitung gelesen haben, so eine gedruckte Zeitung, dann sind Sie auch nicht zum Kiosk gegangen und haben sich 10 Tageszeitungen gekauft und haben die alle durchgelesen. Ja, das geht ja gar nicht. Und genau das Gleiche sehen wir heute auch. Das heißt aber, für mich als Unternehmer muss ich herausstechen, denn alles konkurriert mit allem. Schauen wir nochmal dieses Newsfeed-Beispiel von eben an. Das ist ein echter Newsfeed von meinem Kollegen Tom aus Kalifornien. Und da drin sind, ich glaube, Toms Schwester Lindsay und Toms bester Freund Daniel, die da eben, ich kann das nochmal abspielen, die da eben was aus dem Urlaub gepostet haben. Ich glaube, da ist der Hund von seiner Schwester drin. Und es ist noch eine Hochzeit von irgendeinem Freund oder irgendeiner Freundin. Das ist das, was Tom interessiert. Das sind die Menschen, die wichtig für Tom sind. Und dann kommt hier Heineken in dem Fall. Ja, das heißt, in dem Beispiel hier konkurriert Heineken nicht mit Beck's oder mit Warsteiner oder mit irgendeinem anderen großen Werbetreibender, sondern die konkurrieren mit Toms Schwester Lindsay und Toms besten Freund Daniel. Das sind die Konkurrenten. Das Schöne an der Sache ist eben, auch als kleiner Unternehmer konkurriere ich eben nicht mit großen Marken wie Coca-Cola und so weiter, sondern ich konkurriere mit dem, was den Menschen heute wichtig ist. Und genau da muss ich ansetzen, mit relevanten Inhalten, die auf die relevante Zielgruppe zugeschnitten sind. Das ist eine Zahl von April 2015. Die genaue Zahl ist mir gar nicht so wichtig. Was ich hier nur sagen möchte, ist, die Anzahl der Suchanfragen von letztem Jahr, wenn man das einfach vergleicht zwischen Desktop-Computer und Mobiltelefon, waren sie wesentlich höher auf dem Desktop-Computer, was halt auch dafür spricht, dass das Mobiltelefon eher zum Entdecken da ist. Und was heißt das für mich? Ich brauche als allererstes als Unternehmer natürlich eine mobile Strategie. Und Teil dieser mobilen Strategie ist eben die Facebook-Seite. Die ist natürlich kostenfrei. Und hier habe ich eben die Möglichkeit, vor allem als lokales Unternehmen, weil das ist eins der wichtigsten Sachen, die wir hier sehen, als lokales Unternehmen kann ich mich eben hier platzieren und kann entdeckt werden. Ja, das heißt, wenn ich zum Beispiel, wir haben ein Produkt, das nennt sich Local Awareness oder Anzeigen für die Steigerung der mobilen Bekanntheit auf Deutsch, was sich etwas holpriger anhört. Damit kann ich eben Anzeigen für diese Seite genau im Umkreis schalten. Das heißt, wenn ich hier in Nürnberg in der Innenstadt einen Schuhladen habe, kann ich eben die Menschen erreichen, die ich sag mal im Radius von 2 oder 5 Kilometer um diesen Laden sind und Interesse daran haben könnten, meine Schuhe zu kaufen. Und das Ganze ist mittlerweile eben auch so optimiert, weil der Mensch eben mobil unterwegs ist, kann er hier zum Beispiel auf einen Button klicken, kann sagen, ich möchte das Restaurant anrufen und möchte jetzt einen Tisch buchen. Oder ich kann auf einen Button klicken und kann mir die Route anzeigen lassen, wie ich jetzt zu diesem Schuhladen komme zum Beispiel. Und genau das machen sich viele Unternehmen zunutze. Das hier ist ein Beispiel von einem Friseur aus Reutlingen, Steinhoff Haardesign. Die sind vor ein paar Jahren in ein neues Ladenlokal eingezogen und das lief am Anfang gar nicht so gut. Die hatten wenig Besucher, haben dann angefangen, ihre Seite auf Facebook
zu erstellen, haben viel von ihrem Team gepostet. Also die Bilder, wie das Team halt arbeitet, haben die Mitarbeiter vorgestellt und haben eben auch Anzeigen geschaltet. Zum Beispiel diese Local Awareness-Anzeigen. Ja, das heißt, sie haben wirklich Menschen, die Interesse haben könnten, zu diesem Friseur zu gehen, erreicht. Und die haben es geschafft, über diese ganz simple Anzeigen, da steckt auch nicht viel Werbebudget dahinter natürlich bei so einem kleinen Laden, haben es geschafft, den Umsatz zu verdoppeln. Können denken, ja, okay, das ist gleich ein kleiner Friseur. Er hat es geschafft, von 500.000 Euro Umsatz seinen Umsatz auf 1 Million zu verdoppeln, indem er halt die digitalen Medien genutzt hat. Das Interessante hieran ist, er hat sogar Mitarbeiter darüber gewonnen. Er hat mir erzählt, der Ralf Steinhoff, dass es sehr schwierig ist, im Friseurgeschäft Mitarbeiter zu finden. Ich kenne mich da nicht so aus, ehrlich gesagt. Hat es geschafft, acht Leute, wirklich acht Auszubildende über Facebook zu finden, indem er halt mit seinen Kunden gesprochen hat und er hat halt seine Mentalität, seine Unternehmenskultur halt dort kundgetan und hat dadurch es geschafft, nicht nur Kunden in den Laden zu bekommen, sondern wirklich auch neue Mitarbeiter zu finden. Das zweite große Thema ist Video. Und ich habe dieses Video, spiele ich jetzt ganz bewusst ohne Ton ab. Weil das ist auch so eine Sache, die sich auch verändert hat. Auf Facebook im Newsfeed spielen die Videos automatisch ab. Und erstmal ohne Ton. Das heißt, ich scrolle durch den Newsfeed. Und erinnert euch vielleicht an mein Beispiel mit dem Kiosk eben. Da sind so viele Informationen. Die Telekom hat nicht viel Zeit, mir ihre Nachricht, dass sie schnelles Internet ha haben, zu verkaufen. Sie müssen es schaffen. Ich nenne das immer den Daumen anhalten. Wenn ich durch mein Newsfeed scrolle, muss ich es entweder schaffen, als Werbetreibender, dass ich anhalte mit dem Daumen, mir die Videobotschaft anschaue, oder ich schaffe es wie in dem Beispiel, dass sie schon in den ersten paar Sekunden sofort rüberkommt. Das heißt, ich muss auch Inhalte wirklich genau dafür entwickeln. Maggi macht das auch nicht schlecht. Die haben hier ihr Maggi-Produkt, wo das einfach in die Soße reinkippt und die Soße brutzelt so vor sich hin. Auch das reicht schon in den ersten Sekunden halt, um einen Brand-Effekt zu haben. Klar, jetzt kann man natürlich sagen, es sind große Marken, die Telekom und hier Nestlé, die werden wahrscheinlich ein etwas größeres Marketingbudget haben als ich und für die ist das auch alles ein bisschen einfacher. Stimmt wahrscheinlich auch, aber wir können heute, jeder kleine Unternehmer kann heute mit Videowerbung den Erfolg erzielen. Wenn euch an die erste Slide einer der ersten Slides mit der Fernsehverbreitung erinnert, die Zeiten sind vorbei, wo ich Hunderttausende von Euro in die Hand nehmen muss, um Fernsehwerbung zu schalten, um da irgendwie die Masse zu erreichen. Ich kann heute mit relativ wenig Einsatz genau die Menschen ansprechen, die für mich als Unternehmer wichtig sind. Und wenn es um die Technik geht dahinter, viele unserer Kunden benutzen moderne iPhones oder Android-Telefone mit HD-Kameras, um Videos selber zu drehen. Mit ganz geringem Aufwand. Ein gutes Beispiel hier ist Finca Yorca. Die sind schon ein bisschen professioneller unterwegs. Die vermitteln Fincas auf Mallorca. Und die haben schon immer einen professionellen Fotografen gehabt, der Fotos von den ganzen Fincas macht. Haben sich aber irgendwann dazu entschieden, weil das Thema Video so interessant ist, sich zwei Drohnen anzuschaffen. Ich bin mir nicht sicher, was die kosten, aber die kosten auch nicht die Welt. Haben da eine Kamera drunter geschraubt und sind über die Fincas geflogen und haben die Videos zusammengeschnitten. Und haben sie als Videowerbung auf Facebook hochgeladen. Das Ganze hat so gut funktioniert, dass sie damit super erfolgreich waren und auch direkt die Fincas wirklich vermitteln konnten. Da gibt es eine schöne Anekdote zu. Eine Kundin, die schon länger Fan von Finca Yorca war, hat auf irgendeiner Werbung, wo nur Fotos gepostet waren, weil sie das Video wahrscheinlich noch nicht fertig hatten, hat sie drunter geschrieben, das ist ja sehr schön, die Fotos sind ganz toll, aber ich würde echt gerne ein Video sehen. Ja, das zeigt halt wirklich, wie sehr die Menschen diese Videos genießen. Dann ein weiterer Punkt ist Storytelling. Das ist ein Beispiel von John Lewis. John Lewis ist ein Händler aus England. Der verkauft hier eine Versicherung. Auf der linken Seite sieht man ein kleines Mädchen, das tanzt durch die Wohnung und zerstört quasi alles. Und es geht hier um so eine Hausratversicherung oder sowas in der Art. Das Interessante ist, mit der heutigen Technologie schaffen wir es, den Menschen, die das Video auf der linken Seite geschaut haben, und nur denen, ein zweites Video anzuzeigen. In dem zweiten Video hat sich John Lewis dazu entschieden, das ganze Thema Behind the Scenes so ein bisschen darzustellen. Da gibt es Interviews mit den kleinen Schauspielern, das ist wahrscheinlich sehr nett gemacht, erklärt ein bisschen, wie die Werbung zustande bekommen ist. Und so schaffen sie es eben, eine Geschichte zu erzählen über einen Zeitraum. Weil Geschichten sind das, was bei den Menschen im Kopf bleibt. Und genau das ist heute alles möglich mit der neuen Technologie heute. Und zu guter Letzt das Thema Personalisierung. Ich möchte nochmal in Erinnerung rufen,
die Sache, dass wir mit so vielen Informationen bombardiert werden, jeden Tag. Das heißt, ich muss meine Werbung relevant aussteuern an die Menschen, die mir, für mich wirklich interessant sind. Wenn ich an die Fernsehwerbung zurückdenke, als ich früher noch Fernsehen geguckt habe, und da kam dann plötzlich eine Werbung für Damenbinden, habe ich mir gedacht, das ist nicht gut für mich, das ist auch nicht gut für den Werbetreibenden, der gerade Geld rauswirft. Und genau das können wir eben heute in der digitalen Welt viel einfacher erzielen. Das ist die Firma Kitchen Guerilla. Ich bin vor 3,5 Jahren nach Hamburg gezogen und mich hat das Thema Essen und Trinken schon immer sehr interessiert. Ich bin ein Riesenfan von guten Restaurants, von neuem Essen ausprobieren, von gutem Wein und so weiter. Und das tue ich auch auf Facebook-Kund. So, die Kitchen Guerilla, die veranstalten so Pop-Up-Restaurants und machen kulinarische Events. Die haben Werbung geschaltet. Ich habe das jetzt bewusst sehr simplifiziert. Ich bin männlich, bin in einer gewissen Altersgruppe, ich interessiere mich für das Thema. Und genau so hat Kitchen Guerilla mich eben mit der richtigen personalisierten Werbung erreicht. Und die Werbung stört dann auch nicht, im Gegenteil. Ich habe dadurch viele neue Restaurants oder neue Essenssachen kennengelernt und erfreue mich daran. Das ist also eine Win-Win-Situation. Der Werbetreibende erreicht genau die Menschen, die für ihn wichtig sind, und verdient damit Geld. Und auf der anderen Seite hat es sogar für mich einen Nährwert und es stört auch kein bisschen. Und da kann man auch noch einen Schritt weiter gehen und drüber nachdenken, wer ist denn eigentlich meine Zielgruppe? Das ist ein Beispiel von einer Firma, ein kleiner Unternehmer, der heißt, ach du Schreck, mein Name ist weg. Die machen, die heißen wirklich so, die machen personalisierte Kinderbücher. Ihr kennt alle diese Kinderbücher, die man kaufen kann, wo dann eine lustige kleine Geschichte von einem Bären oder einem Affen drin ist. Und die machen das genauso, aber die Geschichte ist wirklich personalisiert. Also man kann halt den Namen des Kindes und ich glaube sogar die Fotos einbauen. Dann kriegt man so ein personalisiertes Kinderbuch. Das ist kein Fotobuch, sondern wirklich ein Kinderbuch. Und die haben erstmal natürlich junge Mütter getargetet, was total Sinn macht. Das hat auch funktioniert. Aber was sie wirklich entdeckt haben dann ist, dass eigentlich die Käufer von den Produkten nicht die Eltern selber sind, sondern die Freunde der jungen Eltern, die das Ganze als Geschenk machen. Ja, nachdem sie das halt festgestellt haben, haben sie dieses Targeting daraufhin eingestellt und sind noch erfolgreicher, als sie es vorher sind. So, was ist unsere Rolle dabei? Wir wollen natürlich dabei unterstützen. Ist es auch hier so, es ist... Facebook-Werbung ist jetzt nicht unbedingt Rocket Science, Raketenwissenschaften, aber da sind natürlich auch sehr viele Aspekte dabei, die das Ganze auch sehr komplex machen können. Dafür stellen wir natürlich Ressourcen zur Verfügung, vor allem unter facebook.com/business. Und ansonsten stehen natürlich auch gerne später die Kollegen von Stellwerk hier auch noch zur Verfügung für Fragen und können bei den ganzen Sachen, die ich gerade erzählt habe, auch sehr gut unterstützen. Vielen Dank. So, vielen Dank, Arne Henne von Facebook.